Die Bewerbung am Ordensklinikum findet in einem kleinen Rahmen statt, der wo es stressfrei ist und natürlich auch sehr persönlich. Ich habe bereits im KPJ, im klinisch-praktischen Jahr, mich beworben für die Basisausbildung und in weiterer Folge für die Ausbildung für Anästhesie und Intensivmedizin. Und das Bewerbungsgespräch war ein sehr, sehr angenehmes, ein sehr lockeres Gespräch, eine sehr lockere Atmosphäre. Wenn man sich bei uns bewirbt, ist es sicher wichtig, dass man sich die Homepage anschaut. Was ist das Ordensklinikum Linz? Was macht uns aus? Und auch abteilungsspezifisch, was macht die Nuklearmedizin aus? Ich habe mich aufs Bewerbungsgespräch so vorbereitet. Ich habe ein Praktikum im OP gemacht, das, was mir schon irrsinnig gefallen hat. Und dann habe ich eigentlich ziemlich bald bekannt gegeben, dass ich mich bewerben möchte. Und dann ist es eigentlich schon so automatisch passiert, dass ich ein Bewerbungsgespräch gekriegt habe. Weiterer Tipp ist, einfach du selbst zu sein, authentisch zu sein und offen zu sagen, wofür dein Herz schlägt und was du gerne machst. Bei uns in der Abteilung wird man, wenn man neu anfängt, einem Kollegen oder einer Kollegin zugeordnet, die der Mentor ist quasi. Und der Mentor bringt einen die gesamte Abteilung näher, die Arbeitsabläufe, die Standards, die wir haben, die Prozeduren, die bei uns gemacht werden, lernt man vom Mentor gemeinsam. Du wirst nicht ins kalte Wasser reingeschmissen, aber im Instrumentieren von den Operationen, wenn du noch nicht so weit bist, dann sagst du es, dann hast du immer wen an deiner Seite und du wirst nie allein gelassen. Für Medizinerinnen und Mediziner gibt es am Ordensklinikum Linz ein sehr breit gefächertes Fachrichtungsangebot von einer hochspezialisierten Onkologie, nachdem wir einen onkologischen Schwerpunkt haben, genauso auch in der Chirurgie, aber auch an der Anästhesie. Unsere Anästhesie ist eine sehr große Abteilung mit einem sehr breit gefächerten Spektrum und es macht den Arbeitsalltag enorm umfangreich und enorm abwechslungsreich. Als Radiologietechniker Technologe muss man eine dreijährige Ausbildung an einer FH machen. Das gibt es in Oberösterreich zweimal in Linz und in Steyr. Wir haben in der Personalabteilung des Ordensklinikum Linz sehr vielfältige und breite Beschäftigungsmöglichkeiten, beginnend beim Recruiting, über die Begleitung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlang ihres Lifecycles bis hin zur Personalentwicklung, wo ich selbst tätig bin. Wenn man bei uns arbeiten will, ist wichtig, soziale Kontakte zu mögen und auch technisch interessiert zu sein. Im Ordensklinikum Linz fühlen sich Leute wohl, die Spitzenmedizin betreiben oder im Außensystem unterstützen wollen und die Lust haben auf ein gemeinsames, kollegiales Miteinander.